Seit 14 Jahren feiern Schwule und Lesben einmal im Monat einen Gottesdienst in der Helferei in Zürich. Wir durften zwar am Gottesdienst teilnehmen, jedoch ohne die Gesichter der Teilnehmer zu filmen. Einer der vier Organisatoren, Urs B., war bereit, vor der Kamera Stellung zu nehmen. Es ist zwar eine öffentliche Veranstaltung, diese Gottesdienste, aber es hat viele Leute hier, die im Berufsleben nicht geoutet sind und das auch nicht möchten, weil sie Probleme erwarten mit ihrem Arbeitgeber und darum sich nicht öffentlich zeigen möchten. In vielen Kirchen sind Homosexuelle nicht akzeptiert. Urs B., der in einer evangelisch-methodistischen Gemeinde aufgewachsen und immer noch dort als Organist tätig ist, fühlt sich wegen seiner Sexualität aber nicht unerwünscht. Das kann man in der Bibel so lesen, aber man kann es auch anders verstehen, dass die Form, wie wir heute Homosexualität verstehen, in der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, gar nicht bekannt war, dass es nie in diesen Texten nicht um Liebe geht, sondern nur einfach um den sexuellen Akt, vor allem von heterosexuellen Männern, die sich mit anderen Männern vergnügen. Und darum sehe ich das nicht als eine Verurteilung, wie es in der Bibel steht. Das Outing war sogar in kirchlichen Kreisen kein großes Problem für Urs B. Es ist wie überall ein Stück für Stück. Ich bin nie vorne hingestanden und habe gesagt, hallo Leute, ich bin schwul. Sondern es gibt Begegnungen, da einige Leute, dann sagt man es, oder sie merken, wenn ich mit meinem Freund komme in den Gottesdienst, einigen ist es klar, andere, denke ich, wissen es nicht, wie das auch im sonstigen Umfeld ist.